So, willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben leider Gottes eine Eilmeldung, über die wir sprechen müssen, nämlich Bitwavo. Dort, also die ziehen sich vollständig aus Deutschland jetzt zurück, sprich jeder von euch muss seine Assets dort abziehen oder verkaufen, genauso wie auch das Euroguthaben. Erstmal keine Panik, also Bitwavo ist nicht insolvent oder sowas, also ihr braucht euch keine Sorgen, um euer Geld zu machen. Und es besteht auch Zeit. Ihr könnt das Video ganz in Ruhe schauen. Jeder von euch sollte auch dazu eine E-Mail bekommen haben. Wir schauen uns das einmal ganz kurz an und erklären, was da eigentlich los ist. Ich würde sagen, wir legen direkt los. So, rüber in den Splitscreen. Also, das hier ist eine E-Mail, die jeder von euch eigentlich bekommen haben sollte, der ein Bitwavo-Konto hat. Ja, nochmals gesagt, keine Panik, Bitwavo ist nicht insolvent oder sowas, dass hier die Kohle weggeht oder dass Auszahlungsprobleme sind. In dieser E-Mail sollte hier ein FAQ angehängt sein, das könnt ihr selber auch alles nachschauen. Ansonsten packe ich euch das auch in die Videobeschreibung. Kein Stress dabei, jedenfalls, ja, ab dem 10. Mai wird es in unseren in Deutschland ansässigen Kunden nicht mehr möglich sein, bei Bitwavo zu kaufen oder einzuzahlen, also noch 10 Tage. Und bis 31. Juli, also jeder hat erstmal alle Zeit der Welt, ist der Verkauf von Kryptowährungen nur noch bis dahin möglich, ab dann nicht mehr. Das heißt, ihr müsst bis dahin, bis zum 31.07. eure Assets entweder verkauft haben oder von Bitwavo abgezogen haben. Auch im FAQ kann ich jetzt hier nichts so weit rausnehmen, dass danach irgendwie nichts mehr geht, die Gelder eingefroren sind oder weg sind oder so. Überall steht hier nur, ja, wir empfehlen Ihnen das und handeln Sie bitte rechtzeitig. Ja. Dementsprechend alle Zeit der Welt erstmal, aber was danach ist, keine Ahnung, habe ich so jetzt auch noch nicht raushören können oder beziehungsweise ich habe selber da auch noch keine anderen Infos zu. Ich habe jetzt am Nachmittag aber nochmal einen Call mit denen, sollte da darüber hinaus was hinauskommt, finde ich das nochmal an in dem Kommentar. Also bis 31.07. erstmal alle Zeit der Welt, muss aber alles abgezogen werden. Wieso, warum, weshalb? Ja, letztendlich bezüglich der BaFin-Lizenz. Bitwavo hat beschlossen, den im Mai 2023 eingeleiteten Antrag auf eine BaFin-Lizenz nicht weiter zu verfolgen. Stattdessen konzentrieren wir unsere Bemühungen auf diesen MiCA-Lizenzantrag, der es ermöglicht, die in den Niederlanden erteilte Lizenz in andere europäische Länder, einschließlich Deutschland, zu übertragen. Also erstmal für Österreich und Schweiz. Schweizer betrifft sowieso nichts, wenn die hier zuschauen. Und es gilt auch ausschließlich für Leute, für Deutsche, die in Deutschland ansässig sind. Ja, also Deutsche, die beispielsweise jetzt im Ausland leben oder so, betrifft das auch nicht. Lediglich für Kunden mit Sitz in Deutschland. So, ja, wieso, weshalb, warum? Hier schreiben sie natürlich, die haben selber beschlossen, den Antrag nicht weiter zu verfolgen. Ob das jetzt abgelehnt worden ist oder was auch immer der Grund ist, sei ja mal dahingestellt, kommt ja im Endeffekt aufs Gleiche raus. Jedenfalls, ja, keine BaFin-Lizenz und dementsprechend müssen sie sich aus dem Handel, Stand jetzt, aus Deutschland zurückziehen. Ja, das ist jedenfalls der Grund dazu. Was kann man letztendlich machen, wenn man natürlich betroffen ist, wenn man da jetzt entsprechende Assets drauf hat? Hier erstmal, wie gesagt, das FAQ weiterhin durchgehen, wenn noch andere Fragen dazu sind bezüglich eures Kontos oder bliblablub. Im Endeffekt zu verkaufen ist vielleicht jetzt ein bisschen ungünstiger Zeitpunkt, weil genau jetzt gerade eine Korrektur da gerade im Ansatz ist und die Coins halt nicht mehr gerade alle am All-Time-High stehen, zumal gegebenenfalls, ja, dann für den einen oder anderen auch noch nicht die Steuerfreiheit gegeben war oder so, die man natürlich sehr, sehr gerne hätte in Deutschland. Das heißt, entweder man muss dann den sauren Apfel beißen und verkaufen oder die für mich persönlich bessere Alternative logischerweise auch, oder so wie ich es sowieso schon immer mache, ist das natürlich auf eine Wallet zu ziehen. Man hat entweder die Möglichkeit, das natürlich auf eine andere Börse zu übertragen, wer keinen Bock auf Eigenverwahrung hat, was ich jetzt nicht unbedingt jemandem empfehlen würde, aber es muss ja jeder selber wissen, ob er sagt, ja, ich möchte keine Wallet, ich möchte nicht in die Eigenverantwortung treten, also in die Eigenverwahrung. Und dementsprechend keine Wallet zu nutzen, sondern ich möchte mein Geld weiter aus der Börse lagern. Ist aus meiner Sicht nicht empfehlenswert, weil not your keys, not your coins, das ist der Sinn von Krypto, dass ihr letztendlich auch selber Zugriff habt. Dementsprechend, ich würde es jedem empfehlen, das natürlich auf eine Wallet zu überweisen. Ansonsten, ja, müsst ihr dementsprechend schauen, wo ihr eure Kryptos hin überweist. Wenn ihr weiterhin EU- oder BaFin-regulierte Börsen haben wollt, dann ist das in dem Sinne
für mich Bitpanda. Ansonsten Coinbase hat natürlich auch eine BaFin-Lizenz oder eben Bison BS, oder BSDAX, also Börse Stuttgart. Die haben allerdings, soweit ich weiß, glaube ich, nur 10 Coins oder sowas in die Richtung. Sprich, da könnt ihr natürlich auch nicht alle hinüberweisen. Dann wäre hier natürlich die Lösung Bitpanda, wenn ihr dort noch nicht seid. Link ist dazu auch in der Videobeschreibung. Andere Alternative, und das ist meiner Meinung nach die bessere, weil natürlich auch nicht jeder Coin wird jetzt unbedingt von Bitpanda unterstützt, den ihr gegebenenfalls auf Bitwavo habt. Sprich, das wäre auch natürlich nur eine Teillösung dann in dem Fall, dass man manche Coins da eben nicht hin versenden kann. Das heißt, nach wie vor ist das Thema Wallet bzw. Hardware Wallet die bessere Lösung meiner Meinung nach. In dem Fall, ich nutze als Hardware Wallet eine Bitbox. Es ist gegebenenfalls natürlich auch für viele User, die sich sowieso bisher irgendwie dagegen gewehrt haben, weil man vielleicht auch keinen Bock hatte, sich damit irgendwie zu beschäftigen, mit dem Thema Hardware Wallet. Aber grundsätzlich, eure Kryptowährung, insbesondere wenn es dann größere Beträge sind, die gehören einfach nicht auf eine Börse. Auch nicht auf Bitpanda oder auf Bitwavo oder sonst wo, welche mit EU-reguliert, BaFin-reguliert, einlagensicher und was auch immer haben. Trotzdem gehört das da nicht hin. Das verfehlt einfach den Sinn für Krypto. Wenn ihr in Krypto investiert, dann solltet ihr euch auch mit dem Thema intensiv auseinandersetzen und dann gehört dementsprechend auch eine Wallet dazu. Ich selber nutze die Bitbox 02. Wo haben wir sie hier? Hier liegt sie gerade noch. Das wisst ihr. Nutze ich schon sehr, sehr lange jetzt. Und da müsst ihr bitte schauen, ob eure Coins letztendlich auch von Bitbox supported werden. Das könnt ihr ganz einfach bei Google eingeben oder packe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Letztendlich Bitbox supported über 1500 Coins und Tokens. Also da sollte im Regelfall, wenn es jetzt nicht irgendwas völlig unter der Hand ist, dabei sein, sollte eigentlich alles dabei sein. Trotzdem solltet ihr das über einen Quick Search einmal eben schauen, ob euer Coin da wirklich dabei ist, weil ansonsten bringt es auch nichts, euch eine Bitbox zu kaufen, wenn all eure Coins, die ihr da irgendwie habt, gerade nicht unterstützt werden. Aber im Regelfall sollte das hingehen. Auch da habe ich noch einen Rabattcode für 5% auf eure Bitbox mit dem Code JTrading. Link in der Videobeschreibung. Definitiv, ja, sehr, sehr wichtig, eine Hardware-Wallet zu nutzen. Ansonsten kann man das, nächste Alternative noch, sind natürlich dann hauseigene Wallets, so gesehen, von den Coins. Wenn ihr die zum Beispiel irgendwo gekauft habt, dass ihr die auch, ja, an das entsprechende, am Netzwerk selber teilnehmt und in eure, die entsprechende Wallet dann auch sendet oder die vom Unternehmen dann eben selber zur Verfügung gestellt wird, dass man da gegebenenfalls auch Staking-Rewards oder sowas bekommt. Das kann man natürlich auch machen. Ja, das muss im Endeffekt jeder selber entscheiden. Wichtig ist aber, ja, dass ihr diese Handlung vornehmen müsst. Also ihr müsst eure Coins bis zum 31.07.24 abgezogen haben, ob verkauft oder versendet. Das müsst ihr, da müsst ihr leider durch. Ja, ist natürlich eine nervige Geschichte. Ärgerlich ist es nicht, weil es geht kein Geld verloren in dem Sinne. Und das Einzige, was man dann natürlich hat, ist Versendungsgebühren. Aber die hätte man sowieso. Also dementsprechend, das ist jetzt einfach nur ein nerviger Schritt für alle, die dort die Gelder halt verwahrt haben. Aber ansonsten ist das hier absolut nichts Schlimmes. Nochmals gesagt, Bitwavo ist hier nicht insolvent oder sowas. Also ihr braucht euch keine Sorgen, um eure Gelder per se zu machen. Ja, wer natürlich sich gedacht hat, ja, die verkaufe ich dann einfach. Ist natürlich ist gerade eine recht ärgerliche Phase, dass genau jetzt gerade dann alles ein bisschen am Sinken ist. Auch der Bitcoin-Preis läuft hier scheinbar wie geplant. Für uns wie geplant natürlich jetzt hier nochmal die 60.000 an und dann mal schauen. Da kommt dann nochmal die Reaktion am Key-Price-Level oder rasselt er diesmal durch. Und wie wir es im Stream angesprochen haben gestern, dass wir tatsächlich dann nochmal Richtung 52.000 laufen. Das müssen wir jetzt natürlich abwarten. Ganz wichtige Geschichte hier nochmal, verfallt auf jeden Fall nicht in Panik oder sowas. Auf gar keinen Fall Kryptos unter Stress versenden. Ja, das geht dann häufig mal ganz schnell schief, wenn es mal eben schnell gehen muss. Ihr habt alle Zeit der Welt. Ganz in Ruhe. Beschäftigt euch erstmal mit dem Thema, was macht für mich mehr Sinn? Sende ich das auf eine andere Börse? Ja, wenn Projekt XY, Coin XY nicht unterstützt wird bei Bitpanda, Coinbase oder wo auch immer, dann muss man sich natürlich irgendwie eine Offshore-Börse nutzen. Ich persönlich nutze dazu CoinEx. Aber ihr müsst dementsprechend schauen, ja, wo wird überhaupt mein Projekt, was ich hier gerade hodle, unterstützt? Und ansonsten, optimalerweise nutzt ihr in dem Fall eine Hardware-Wallet. Ich persönlich nutze dort die Bitbox. Und auch da bitte im Vorfeld definitiv schauen, wird mein Projekt, wird mein Coin, mein Token überhaupt davon unterstützt? Ja, weil ansonsten ist es rausgeschmissenes Geld, wenn ich es da dann sowieso nicht hinsenden kann. Nerviges, aber sehr, sehr wichtiges Thema. Es ist leider, wie es ist. Ich kann es auch nicht ändern und ich habe auch leider Stand jetzt gerade keine anderen Infos. Sollte ich nachträglich noch Infos dazu bekommen, dann kann ich das natürlich in den Kommentar anpinnen. Also aktualisiert gerne auch hin und wieder mal das Video. Aber nun wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ich pinne das auch in die Telegram-Gruppen an. Nicht in Panik verfallen. Alles ganz in Ruhe.
Braucht euch keine Sorgen um eure Kohle machen. Das ist lediglich ein zeitlicher Aufwand, vielleicht ein nerviger Aufwand, aber mehr dann in dem Sinne auch nicht. Also alles Erdenkliche ist in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr lasst ein Like und ein Abo da, auch wenn es kein schönes Thema ist. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.